gespannt, was da kommt. Er hat den geilsten Schlüsselnummer aller Zeiten. Was denn? Das ist nicht gut, da ist einfach viel zu viel Öl drin. Darum zieht er nicht, weil er diesen Fehlercode hat und dann halt in den Notlauf. Hier erstmal riesen Dankeschön an Silence, der mir Kaffee geschickt hat. Hammergeil. Dankeschön, Silence. Echt. Du hast Geschmack, lieber. Aldosch, wie geht's dir? Gut. Danke. Und dir? Auch gut. Wie ist es, ein Feiertag frei zu arbeiten? Ja, normal musst du umsonst zu arbeiten, Feiertagszuschläge bekommen. Kriegst du ja. Spätzuschlag. Du musst noch deinen Unfall abbezahlen hier. Dank deinem Unfall habe ich jetzt einen Golf 6. Also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Danke. Oh. Ja. Ach, Jungs, Allergie. Hoschkel ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um den Golf. Den haben wir gekauft. Ich habe mein Audi verkauft und habe den als Anzahlung genommen. Den haben wir ja letztens gefahren. Also wer das Video nicht gesehen hat, der hat null gezogen. Motorleuchte ist angegangen. Wir haben den einmal ausgemacht, wieder angemacht. Und danach hat er gut gezogen. Ja. Komischerweise. Der ist Turbo betrieben. Wir haben einen 1.4er TFSI. TSI. Du sagst TF. Ja, ich sag immer. TFSI. Es ist für mich alles das gleiche. Müll. So. Es ist ein Motor, der wird sehr gehasst. Was ich auch verstehe. Aber ich sage euch nur eins. Wenn dieser Motor aber vernünftig läuft, haben wir echt einen sehr wenigen Verbrauch. Von Ölverbrauch reden wir nicht. Den habt ihr immer. Warum, werde ich auch später vielleicht ganz kurz erklären. An sich, Golf 6. Komplett als Basis finde ich den eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe ja gesagt, Golf 6 ist für mich einer der besten Autos, die jemals VW gebaut hat. Wir haben hier einen 2006er Golf 5. Das ist der Vormodell von dem Golf 6. Überall verrostet. Hier verrostet. Hier verrostet. Ich mache den gerade für TÜV fertig. Ihr glaubt nicht, was für Sachen ich schon hier eingebaut habe. Und der Wagen ist immer noch nicht top. Motortechnisch überhaupt nicht gut. Rosttechnisch eine Katastrophe. Hier muss ich noch schweißen. Guck, hör mir das an. Hey, da geht alles ab? Ja, ja. Überall, unten, Rost. Kann der überhaupt TÜV bekommen? Ja, ich muss da noch sehr viel machen. Das ist echt ein Jahresauftrag, also das ist sehr viel dran. Warum auch will er das Auto überhaupt behalten, wenn so viel daran ist, ehrlich gesagt? Ja, es ist ja... Es hängt an dem Auto. Ja, es ist ja auch unsere Aufgabe, ne? Also wir verdienen ja auch Geld dadurch. Also ja, ich weiß, so. Aber es ist halt... irgendwo muss man ja sich dann entscheiden, nur für TÜV, so weiß Gott, wie viele Sachen machen lassen, würde ich persönlich dann auch irgendwo sagen. Ja, wir gucken lohnt natürlich... Sich das oder nicht? Nein, das ist ein sehr, sehr guter Kunde. Wir versuchen natürlich so günstig wie möglich das Ganze zu reparieren. Motortechnisch läuft ja nicht gut. Ist Gasbetrieb läuft ja nicht gut. Ach, das sind so viele Sachen, ich brauche es gar nicht aufzählen. Wir haben schon die Stoßdämpfer gemacht, Federn gemacht, hinten die Federn gemacht. Die waren alle verrostet, durchgebrochen. Wahnsinn. Ist aber normal. Kann natürlich bei dem Golf 6 genauso passieren. Das sind ja Verschleißteile, davon reden wir ja gar nicht. Aber dieses ganze Rost, das ist Wahnsinn. Über Golf 1, Golf 2, Golf 3 brauchen wir nicht reden. Das sind Legenden. Golf 4 finde ich auch sehr schön, aber Golf 5 war nicht schön. Aber der Golf 6, Aldosch. Wir haben ihn noch nicht von unten angeschaut, aber ich würde dir sagen, der wird Top-Zustand unten sein. Also VW damals von dem Golf 5 sehr viel gelernt hat. Das ist ja, der ist ja 3 Jahre jünger. Also wir haben nichts, kein Rost, gar nichts, auch keine Bläschen. Was VW damals bei dem Golf 6 schon alles besser gemacht hat. Und das finde ich geil. Ich habe sehr viele Kunden, die einen Golf 6 fahren. Schon seit Jahren. Klar, wenn du jetzt einen TSI-Motor hast, kann da natürlich Probleme machen. Aber trotzdem, wir machen nur Inspektion für TÜV, manchmal Verschleißteile und die Dinger laufen. Ach, keine Lichtmaschine, kein Anlasser, nichts wird getauscht. Also die Autos sind so robust, das ist Wahnsinn. Natürlich geht da mal hier mal ein Kühler kaputt. Oder ja, manche haben auch mal eine Kopfdichtung, manche haben sogar Motorschaden, Getriebeschaden. Aber das ist ganz normal, das kann bei jedem passieren. Aber trotzdem finde ich diese Autos sehr, sehr gut. Hier beim Golf 6 gab es natürlich sehr, sehr oft Probleme mit den Scheibenwerfern, wo die H7-Birne nicht richtig Kontakt hatte, weil wir so eine Steckverbindung hatten. Dann gab es später natürlich die normalen Scheibenwerfer, wo ihr nochmal ganz normal die Stecker reinmachen konntet. Wir haben hier kein Rost. Das finde ich gut. 1.4er TFSI-Motor hat knapp 180.000 gelaufen. Größte Schwachstelle ist
Ölverbrauch. Ich versuche euch das ganz kurz zu erklären. Hier habe ich Ibo mal erzählt, wie ein Turbo funktioniert hier. Mit internen Biscuit, mit externen Biscuit, mit Ladedruck und so weiter und so fort. Ibo wollte das wissen. Hier ist der Kolben. Da haben wir unseren Ölabstreifring vom Kolben. Und der hat Löcher, Eidosch. Ich glaube, TFC hat sogar zwei Löcher nur. Und dann, dieser Ring hier ist einfach zu klein, Eidosch. Zu klein. Mhm. Und nach der Zeit verkorken diese Löcher. Aber das Problem ist, wenn der hier zu ist, kann dieses Öl nicht mehr hier durch. Also sind die verstopft. Genau. Wir haben ja sogar auch noch einen Turbobetrieb. Das heißt, die Blow-By-Gase, so nennt sich das genau. Ich habe letztes Blow-Off gesagt. Im Motorinnere herrscht immer Druck. Und diese Ölkanäle verstopft sind, versucht natürlich die Gase irgendwo hier durchzukommen. Plus das Öl muss ja auch irgendwo weg. Gehen ja hier rein, kommen dann hier wieder raus. Kann er ja nicht mehr. Ja. Das heißt, er sucht sich einen anderen Weg, findet den und so verbrauchen wir Öl. Und wo läuft das aus? Wenn das Öl jetzt irgendwie sich andere Wege findet, wo kann das überall rauskommen? Kommt ja nicht. Geht nicht? Nein, du merkst das. Du merkst das, indem du. Boah, ich brauche wieder. Kannst du mir wieder Taschentuch geben? Indem du einfach Ölverbrauch hast. Ah, okay, generell so Ölverbrauch. Okay, mehr Ölverbrauch. Genau, dann hast du einen Ölverbrauch. Na, ich habe jetzt gedacht, vielleicht tut er dann irgendwo das rausschießen oder nee, was. Ölverbrauch. Okay. Da ist das Problem bei TFSI-Motoren. Ich habe auch sehr viele Kunden, die den gleichen Motor fahren, aber keine Probleme haben mit dem Motor. Mhm. Ölverbrauch minimal. Minimal heißt echt. Ich sag mal, bei 10.000 Kilometer, dass die 1,5 Liter, 2 Liter Öl reinmachen, gibt es natürlich. Da gutes Öl reinzumachen und das richtige Öl reinzumachen, bei diesen Motoren. Wir haben Kettenbetrieb, wir haben Nockenwellenversteller, da haben wir so viele Probleme, wenn du echt mal falsches Öl benutzt. Was wir gesehen haben, der zieht nicht. Wir werden den gleich später auslesen, mal gucken, was er uns sagt. Aber wichtiger ist, wie sieht er von unten aus? Okay. Den Golf 5 brauchen wir nicht hochheben, den hat man schon von unten. Von außen sagt er ja schon alles, würde genau. Ich sagen. Genau. Ja. Motocontroller schon brett. Machst du eine Diagnose? Was da kommt? Er hat den geilsten Schlüsselnummer aller Zeiten. Was denn? Nee, sag ich lieber nicht. 007 oder sowas vielleicht? Nee, 0603 AMK. 0? Das Auto ist ja so, als wenn er dir einen reinpfeifen will. Da war bestimmt der Ingenieur, also, der die Schlüsselnummer vergibt. 100% Türke. Er so, jetzt. Was mach ich jetzt? Wie ist das Auto? AMK. Allergie oder ich werde krank? Hör auf! Also wir haben so eine geile Hebebühnenbeleuchtung und benutzen die nicht, ne? Ja, ne, ich denke gerade, warum ist es hier so dunkel? Ja. Alexa, mach Bühne 2 an! Alexa, machst du bitte Bühne 2 an? Okay. Zauberwort habe ich vergessen. Bremsscheiben haben Risse. Die kommen auch neu. Wie sehen die Stoßdämpfer aus? Sehen trocken aus. Sehr schön. Gehabt? Ja, genau. Bremskraftverstärker gehen auch sehr oft kaputt. Habe ich auch sehr oft gewechselt bei so einem Modell. Die gehen kaputt. Komischerweise bei Golf 6. Ja, hinten die Bremsen müssen wir machen. Stoßdämpfer sehen gut aus. Sind auch von Sachs. Ja, Bremsen. Gibt es natürlich auch Probleme. Das ist aber typisch. VW, die sind immer ein bisschen fest. Aber das ist ja kein Problem, dann machen wir fertig. Ist das wegen der Dingsbremse, Feststellbremse? Feststellbremse, die Stifte. Oh. Die Stifte werden immer fest nach der Zeit. Oh. Ne? Manschette geht kaputt, Wasser dringt ein und dann das ganze Fett geht dann irgendwann weg und dann fängt es an zu rosten und dann bewegen sich die Stifte gar nicht mehr. Oh. Und dann werden die Sattel, sobald die reingedrückt werden, kommen die nicht wieder zurück. Mhm. Ne, und dann drückt er sich immer mehr und mehr und mehr. Und dann bleibt das so. Deswegen auch immer diese Stifte schön sauber machen. So, jetzt schauen wir uns an, ob er Rost hat. Wird er gar nicht mehr. Du brauchst ja gar kein Licht mehr. Aber, ne? Ich sehe alles. Guck dir das an. Guck dir auch hier die Seiten an. Überhaupt keinen Rost. Da ist nicht mal Rostansatz. Ne? Flexrohr, typisch. Ja, ein bisschen Ölverlust hier an der Seite hat der. Hier vorne sieht aus wie ein Simmering.
Okay, gucken wir uns das mal genauer an. Kein Rost. Hä? Wirklich kein Rost? Nee, kein Rost. Der sieht untenrum, muss ich echt sagen, eigentlich ziemlich frisch aus. Ja, sieht gut aus. Hier die Buchsen sind gut. Hier sind auch die Buchsen, sind auch noch immer noch VW-Zeichen, ein bisschen rissig. Also ich glaube, das werden wir tauschen. Ne? So, oh ja, hier ist sehr viel Ölverlust, Alter. Oh je. Das kommt von der Ölwanddichtung. Echt jetzt? Ah, guck mal, da ist was zerfleddert da hinten. Was ist das? Oh, da wird schon mal gemacht. Echt jetzt? Ja, der wurde schon mal gemacht. Oh. Alter, guck dir das mal an hier. Das ist nicht gut. Da ist einfach viel zu viel Ölwanddichtung. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. So sieht der doch gar nicht so schlecht aus. Gut, dass du zufrieden bist, Alter. Ja, ich meine, so als Laie so sieht das schon mal gut aus. Ja, also Flexrohr geht irgendwann kaputt, ist auch so eine Krankheit. Oh, ja, das schneidest du raus, machst einen neuen rein, kannst es auch komplett machen, wie du willst, aber wir werden das Teil hier neu erneuern. Wäre er jetzt undicht, ist er nicht, irgendwann. So, also Gelenkentechnik ist ja super. Ne? Auspufftechnik hier, die Schellen gehen sehr oft kaputt. Alle noch die ersten Gelenke, Federn gehen kaputt, sehen auch noch gut aus, Stabis, alles nur original, ne? Da wurde nichts getauscht. Also ich sag dir, TÜV-technisch, hinten die Bremsen machen, super. Ölverlust da sauber machen, wird der durchkommen. Ich bin schon ganz gespannt auf die Diagnose. Jetzt machen wir die Diagnose, genau. Darf ich mitgucken oder willst du es mir sagen? Nee, natürlich kannst du mitgucken. Okay. 603 AMK. Ich weiß, wenn das Video nicht gelb wird. 2009, hier. 2009, 90 kW, ja, das ist der. Golf 6, Reparatur, Motorsteuer interessiert uns. Andere Sachen interessieren uns jetzt. Oh mein Gott! Nockenwellen, Versteller, Bank 1, Frühstellung, Zuordnung fehlerhaft. Warum? Weißt du noch, was ich gesagt habe? Du hast irgendwas mit Nockenversteller gesagt gehabt, das genau. Weiß ich nicht. Nockenwellenversteller. So deine Vermutung. Ist das kaputt? Muss das gewechselt werden oder ist da jetzt irgendwas noch zu retten? Das ist ja mit der Kette verbunden. Das kannst du nicht prüfen. Wenn, dann musst du es erneuern. Also das heißt, es ist etwas, was man ausbauen muss, definitiv. Ja, darum zieht er nicht, weil er diesen Fehlercode hat und dann halt in den Notlauf fällt. Du, wenn du es jetzt gelöscht hast... Aber ich glaube trotzdem, dass wir irgendwie noch irgendwas am Turbo haben. Das müssen wir uns nochmal anschauen, weil wir haben ja Luftgeräusche gehört. Ja. Was macht ein Nockenwellenversteller? Nockenwellenversteller macht ja so, dass du den Anlass Nockenwelle verstellt. So, dass wir mehr Leistung und mehr Drehmoment haben. Das Problem ist, wenn der jetzt fehlerhaft ist und der sich nicht verstellt oder dass die Kette so gelenkt hat, dass er sich viel mehr verstellt hat, kann ja auch sein. Ja. Haben wir folgendes Problem. Wenn der Ladedruck zu viel wird, ja, und die Ventile schneller schließen, kann der Ladedruck nicht durch. Nicht entweichen. Oh, okay. Nee, der muss ja durch. Ach, der muss da durch, okay. Genau, und dann passiert, Ladedruckventil sagt dann, oh, Ladedruck überschritten, weil ja Ladedruck immer noch kommt. Ach, das war das mit dem Überschritten, nicht Unterschritten. Genau, Unterschritten, ja. Überschritten und dann, was macht der? Geht in den Notlauf. Und dann hören wir dieses Puh, genau, dieses, damit er halt den Motor schützt. Was heißt Notlauf? Wie es geht, ist dann komplett auf. Wir bauen keinen Ladedruck mehr auf. Wir schonen den Motor. Du hast auch keine Leistung. Genau. Jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott. Riesenproblem. Riesenproblem. Ich sage euch mal eins, vom Febi gibt es einen Komplettsatz, was sehr, sehr günstig ist. Da ist die Kette dabei, die Führung dabei, Spanner dabei, Zahnrad dabei, sogar der Nockenwellenversteller dabei für dieses Auto. Sehr günstig. Dann denkt ihr euch, oh, ist doch viel zu viel. Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt so ein Renault oder noch... Hier, der Golf 5er hat den Zahnriemen. Wenn ihr einen Zahnriemen wechselt, seid ihr auch bei 5, 6, 700 Euro. Also müssen wir auf jeden Fall die Kette irgendwann machen, ausbauen, gucken, was Sache ist. Dann gehen wir mal auf den Nockenwellenversteller ein. Der hat nur einen Nockenwellenversteller, das heißt nur links, nur für den Einlassseite. Nicht für den Ausgang, ne? Nur für, okay, die Einlassseite. Und der wird dann kaputt sein. Ist auch bei BMW-Modellen sehr oft das Problem. So, ja. Und wo sitzt dieses Nockenwellenversteller-Zeugs? Hier. Hier ist ja die Ansaugseite. Einlassseite. Das hier ist der Turbo von dem. Das ist der Turbo. Gut, Eidosch, also ich bin zufrieden. Wagen ist top. Super. Ich habe ein super schönes Winterauto. Da werden wir jetzt einiges einbauen. Und dann, was für mich elementar wichtig ist für Winter, werden wir einbauen. Ich habe da mal echt reingeschaut, es gibt überhaupt keine Videos darüber, wie einer sowas einbaut.
Okay, sagst du jetzt aber nicht, oder? Nö. Nö, will ich auch. Soll ich nicht. Aber das wird sehr interessant. Ich glaube, ich werde viele ansprechen, wenn man die Vor- und Nachteile hört von dem, was ich einbauen will. Hey, da läuft irgendwas rum hier. Da knistert was. Nein, das ist Wasserhahn. Hör ich doch von hier. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Kraft. Bis dann. Ciao.